Wie schmilzt man Schokolade richtig? Da gibt es ein paar Regeln, an die man sich halten sollte und die zeige ich euch jetzt. Ich verarbeite hier ganz einfache Tafelschokolade, die lässt sich einfacher verarbeiten als Kuvertüre. Ich hacke mir die Schokolade jetzt hier, damit die sich besser und leichter schmelzen lässt. Die Schokolade schmelze ich mir jetzt hier in einem Wasserbad. Dafür habe ich einen kleinen Topf auf den Herd gestellt. Bei kleiner Hitze schnapp mir jetzt hier so eine kleine Schüssel, die ich darüber stellen kann und gebe da meine Schokolade rein. Wichtig ist, wenn ihr die Schüssel gleich wieder darüber stellt, dass das heiße Wasser den Schüsselboden nicht berührt, sondern das Ganze eben nur mit Wasserdampf erhitzt wird. Achtet darauf, dass ihr eine Schüssel nehmt, die größer ist als der Topf und der Topf dadurch halt abgeschlossen wird, weil wenn kochendes Wasser in die Schokolade kommt, stockt die leider und dann könnt ihr nichts mehr damit anfangen. Schokolade schmilzt schon bei rund 50 Grad richtig heiß, sollte sie daher auch nicht werden. Die ist jetzt zwar noch ein bisschen stückig, das macht aber nichts, die Restwärme erledigt das von ganz alleine. Genau so sollte das aussehen und so funktioniert das übrigens auch bei Vollmilch und weißer Schoki. Was habt ihr denn als nächstes mit der geschmolzenen Schokolade vor? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren.